Moin und herzlich willkommen zu Farmer Greenhorn. Und ich bin der Mo. Und ich wollte heute eine Voliere bauen für die Raufbeule. Oh, ab ins Licht. Nehmen wir das Licht wieder mit. So. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So ein bisschen. So, ich habe hier noch so alte Tore, die waren früher bei den Pferden drin. Deswegen sind die so ein bisschen sandig. Aber das spielt keine Rolle. Ja, jetzt sind noch eine. Gut, also die. Da nehme ich heute jetzt noch die Scharniere ab. Von der anderen Seite auch. Weil den Überwurf brauchen wir noch. Auf der anderen Seite ist noch. Den brauchen wir noch. Und dann gucke ich mal. Dann gucke ich mal, was ich noch sonst noch so habe. Belichtet. So geht's. Dann gucke ich noch, was sonst noch hab. Ja, ist ja gut. Ja, geht gleich los mit der Bohrmaschine. So. Jetzt ist er wieder ruhig. So, ich suche mal ein paar Sachen zusammen und dann melde ich mich mal. Nimmt er schon auf? Okay, ja, so, mal eben gucken. So. Ich habe also schon. Ich kann mal mich so sehen. Ich habe meine Hände gekuschelt. So, ich bin jetzt hier im Materiallager. Natürlich ohne Licht kann ich nicht sehen. Ich suche einen Balken oder eine. Das ist schon mal die Stärke, die ich da unten hatte. Das könnte sogar die Länge sein. So, gut organisiert und manchmal hat man auch nur Glück. Aber. Ich glaube, das Stück hier so. Ja, also dieses Stück Holz, das hat einen Zwilling. Das ist schon beim anderen Stall und hier steht noch Katzenpipi. So, also als erstes wollte ich die ganzen Scharniere hier abschrauben. Also eine Torx. Ob da ein Torx ist? Ja, ich glaube auch Torx. Und hier ist ein Loch, aber das interessiert uns nicht. Ja, also ich schraube mal eben die Scharniere ab und dann mache ich einen Plan und dann erkläre ich ihn euch. Also es dauert, wenn es jetzt wieder eine halbe Stunde dauert, ist das der Werdegang wie von der Planung bis zur Entstehung einmal alles. Also wenn es dann fertig ist, ist es auch quasi ein Prototyp. Weil ich mache nicht vorher einen Plan. Das mache ich auch ganz gerne mal und dann schmeiße ich den doch eher auf den Haufen. Deswegen mache ich keinen Plan und dann passt das auch hinterher. Jo, also bis gleich. Der Plan steht jetzt. Also ich weiß, was ich tue. Ja. So, ich mache mal eben kurz Licht an. So. Also ich werde. Das ist jetzt unten. Und das ist oben, und zwar oben hinten. Ich werde hier unten so eine Ecke rausschneiden und oben werde ich nur auf vorne erstmal, hinten so eine Ecke rausschneiden. Also das, ja, das ist dann oben. Das wäre dann ungefähr da und unten ist dann flach.
Dann liegt das schon mal auf dem Boden. Dann brauche ich da vielleicht nur ein bisschen Draht drüber machen, dass man sich da nicht unterbuddeln kann als Huhn. So, so ist der Plan. Ja, ich habe dafür geplant, eine Stichsäge zu nehmen. Ansonsten habe ich noch die Kettensäge. Oder ganz schlimm mit der Handsägen. Aber so weit soll es nicht kommen. Was ist da los? Meine Kabeltrommel ist eingelaufen. Junge! Aber es reicht noch gerade so. Ich glaube, das ist noch 5 Meter. 15 Meter. Ja. Meine andere Kabeltrommel. Weiß ich gar nicht, wo die liegt. Ja. Also. Ich habe auch keine Ahnung. Zeitraffer ist auch doof, ne? Das ist überhaupt nicht nur die ganze Zeit da so am Kopf kratzen. Wie Stanley. Ja. Ich mache aber ab und zu mal rein. Ob ich jetzt noch ein. Dingens, ob ich Lust habe dazu, ich weiß es nicht. Okay, ich mach kurz wieder aus. Ja, da seid ihr ja. Ja, ich habe jetzt die letzte Dingens abgesägt. Ich muss mal hier noch mal ein bisschen kratzen. Ja, das hätte ich abgesägt. Hallo. Und dann kommen die Bretter jetzt ran. Müssen wir mal eben gucken, dass wir die richtig hinkippen. Also diese Platte soll so gekippt werden und die Platte muss dementsprechend so geklippt werden, dass die beiden Dinger oben sind. Ja, das machen wir jetzt und dann. So, jetzt habe ich das. Oh, will nicht. So, das Netz ist gut. Ja, ich richte das mal eben auf und dann schrauben wir das fest und dann gucken wir uns, wie das aussieht. Später.